So, Konnichiwa YouTube und herzlich willkommen wieder zurück zu Final Fantasy 7 PC HD Remake. Yo, mit euch Giga Tobi, jetzt sind wir hier gerade in diesem Gebirge Corell oder wie man ihn nennt, auf der Spur nach Sephiroth. Yo, so weit sind wir jetzt schon gekommen, ey, verdammt. Wir jagen jetzt den gefürchteten Sephiroth, der auch schon echt was drauf hat. Oh nein! What the fuck bist du, Way? Ja, klar, ey. Wieso liegt so? Oh. Sie kriegt gar nichts. Latifah! Scheiße. No Shanks. Gut, okay, dann ja, bleibt uns keine andere Wahl. Heilen, 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 heilen. So, wieder topfit. Wann ist das so eine lange Brücke hier? Ja, da kriegen wir noch einen Kampf hier. Mann, oh Mann. Schon wieder so ein Viech. Kriege ich sowieso nicht so schnell down. Voll unmöglich eigentlich. Weil wenn er immer wieder seinen Bombenschlag macht, dann macht er wieder seinen heftigen Vitality-Shit. Ich sehe es schon kommen. Da. Ah, Mann, ich wusste es. So ein Kack, ey. Wie viel der abzieht, ne? Und wir kriegen auch nichts an Erfahrungspunkte, weil er sich ja in Luft gejagt hat. War ja klar. So, wir sind North Corell. Da geht's irgendwie richtig zur Sache. Sieh an, hätte nicht gedacht, dass ich dich hier nochmal sehen würde. Haben sie dich aus einer anderen Stadt rausgeschmissen oder was? Du zerstörst alles, was du anfasst. Du hast Nerven mehr, zurückzukommen. Schau dir diesen Ort an. Es ist alles deine Schuld, dass North Corell so verkommen ist. Warum sagst du es nicht? Oder hast du schon vergessen, was du hier getan hast? Es tut mir leid. Du bist die Mühe echt nicht wert. Verschwende keine Zeit damit, um mit diesem Techno-Freak zu reden. Okay. Barrett, hat hier irgendwas gemacht oder so? Du hast gehört, was sie sagten? Es ist meine Schuld, dass diese Stadt zerstört wurde. Okay. Da wollen wir bestimmt noch was herausfinden. Du weißt, wer dafür verantwortlich ist, wie es jetzt um North Corral steht. Okay, heftige Lage. Bitte kauf etwas. Oh, ich brauche Geld. Okay, für nichts, dann haben wir auf jeden Fall genug. Zelt, oh, ja. Was haben wir denn hier? Wenn du überleben willst, dann brauchst du ein paar von meinen Waffen. Super Dieb. Oh, Wachs im Durp halt. Ah, cool. Nehme ich mal. Molotow. Okay. So. Dann mal ausstatten hier. Bisschen. Was haben wir hier? Oh, nicht schlecht.
Er kann auch das nehmen. So, Stärkewurf hat er auch. Okay. Was hat der? Ah. Mal kaufen. Goldsoße. Lol. Verzieh dich. Die einzige Art hier gegen genügend Kohle zusammen zu kratzen ist das Sammeln von Schrott. Okay. Okay. Sind wir hier wieder draußen? Okay, ich gucke jetzt mal, wie es da aussieht, wenn wir jetzt dahin. Warte mal. Kann man auch hier ins Zelt reingehen? Ja. Man kann hier reingehen. Gucken wir mal. Der nächste Zug kommt bald an. Okay. Jo, 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 jo. Ich hörte, es sei hier jetzt in sich tätowieren zu lassen. Stimmt das? Stimmt. Vielleicht sollte ich mir eine O-Tätowierung lassen. Für einen armen Mann wie mich wäre eine Null-Tätowierung passend. Null, achso, eine Null. Eine Null. Aha. Das kostet 50 Gil pro Nacht. Oh, und das ist ja recht günstig. Dann wird uns bestimmt alles wieder aufgefrischt. Aber für 50 kannst du nichts sagen. Der eine Farm, der war auf jeden Fall. Der wollte auf jeden Fall viel mehr haben. Der wollte 200 haben oder so. So, dann nehmen. Jawohl, sind wir wieder vollkommen aufgefrischt. Super, next to Skull, man. Was haben wir denn hier? Okay, hier geht's auch irgendwie ab. Ah, was willst du spielen? Okay. Mach mal, spiel mal mit deinem Hund da. Joa. Und jetzt sind wir hier. Ah, okay, alles klar. Das sieht ja echt cool aus. Oh yeah. Barrett, was ist passiert? Tut mir leid. Was ist passiert? Hier in der Gegend war meine Heimatstadt. Was meinst du mit wahr? Nichts mehr davon übrig. Habe gehört, sie wurde platt gemacht in nur 4 Jahren. Aber wie konnten diese Leute nur so furchtbare Dinge behaupten? Und ich bin schuld. An all dem bin ich schuld. Meine Heimatstadt Coral war schon immer eine Bergungsarbeiterstadt. Sie ist staubig und arm, aber friedlich und eine echte, ja. Marco-Reaktor, das Wort höre ich seit damals zum... Okay. Was sollen wir tun? Der Einzige, der dagegen ist, ist Dane. Ich bin auf jeden Fall dagegen. Wir haben einander nichts zu sagen, wenn ihr daran denkt, unsere Kohle wegzuwerfen. Unsere Kohle ist immer bestützt worden. Unsere Urahnen haben ihr Leben dafür riskiert. Wir dürfen dies alles nicht einmal einfach wegwerfen. Aber hör doch zu, Dane. Niemand verwendet heutzutage Kohle. Das ist die Zeit, in der wir leben. Ja, alles ist jetzt Marco. Es wird schon hinhauen, Dane. Die Shinra Industries wird dir deinen Lebensunterhalt garantieren, wenn der Marco-Reaktor erst einmal fertig ist. Darum ist er der Reaktor. Hör zu, Dane. Ich will nicht, dass meine Frau Mina noch weiter leidet. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Ich fühle mich ja genauso verdammt nochmal. Aber trotzdem werde ich unsere Kohle...
Also Kohlebergwerke nicht weggeben. Dane, du musst verstehen. Genau so wurde der Kohlereaktor gebaut und fertiggestellt. Wir dachten alle, dass er uns in Wasser... Verfluchung. Es passierte, als Dane und ich ein paar Tage weg waren. Corell wurde von den Shinra-Truppen niedergebrannt. Alle Bewohner der Stadt, alle meine Verwandten, alle, alles. Oh, hi. Das ist genauso wie bei hier bei... hier, bei Claude passiert, früher, in seiner Stadt. Shinra-Truppen, wieso? Im Reaktor gab es eine Explosion. Shinra hat die Schuld an den Zwischenfall dem Volk gegeben. Behauptete, eine Rebellengruppe hätte ihn verursacht. Es ist furchtbar. Ich nehme an, das stimmt, aber mir selbst mache ich mehr Vorwürfe als Shinra. Ich hätte niemals beim Bau des Reaktors mitmachen sollen. Mach dir keine Vorwürfe. Wir sind damals alle... auf Versprechen von Shinra hereingefallen. Deswegen bin ich so sauer. Sie haben mich nicht nur ausgenutzt, ich habe auch noch meine Frau verloren. Hey, all das, hey, alle mal aufgepasst. Wenn ihr nach Gold Saucer wollt, steigt schnell ein. Ja, dann steigen wir mal ein, ne? Lass uns einsteigen. Das geile Teil hier. Dane war mein bester Freund. Von klein auf standen wir zusammen nah. Oh ja. Ich habe nie nichts gewusst. Barrett hat kein Wort gesagt. Wir gehen lieber weiter. Ja, Mann. Da kommt so eine fette Cutscene, ey. Oh, geil. Gold Saucer, welcome. Hat was, ey. So, da sind wir ja. Sieht auf jeden Fall cool aus. Willkommen, Gold Saucer. Willkommen, Gold Saucer. Gehört ihr zusammen? Eine Einzelkarte kostet 3000 Gil oder ihr könntet eine Dauerkarte für 30.000 kaufen. What the fuck? So heftig. Wo bleiben die Speicher, verdammt? LOL.
Okay. Wow, das wird lustig. Ich weiß, dass jetzt nicht der nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Hey Barrett, nicht so traurig. Ich bin nicht gut drauf. Lass mich in Ruhe. Ehrlich, das ist schade. Gehen wir. War das nicht etwas hart, Eris? Das geschieht, wenn das geschieht, tu einfach so, als sei nichts passiert. Meinst du? Natürlich. Wir gehen spielen. Also spielen? Ist das alles, woran ihr denken könnt? Wir suchen Sephiroth. Lol. Ich glaube, er ist verrückt. Er ist nun mal so. Es scheint ihm besser zu gehen. Okay. Ich gehe mit dir. Lol. Tag, Junge. Junge? Wie ist es? Macht Spaß? Hm, scheint so. Na gut, für dich, Junge. Ich heiße Claude und nenne mich nicht immer Junge. Ich bin der Eigentümer des Gold Saucer. Ich heiße Dio. Nenn mich einfach Dio. Der hört gar nicht zu. Übrigens, Junge, weißt du, was schwarze Materia ist? Was soll es sein? Ha. Das ist wirklich gut, Junge. Aber Lügen bringt nichts. Du kannst mich nicht reinlegen. Warum hast du mich gefragt? Na, vor einer Weile kam ein Junge in deinem Alter her und fragte mich, ob ich schwarze Materia hätte. Ich dachte, du wüsstest vielleicht, wer er war, dass ihr beide ungefähr gleich alt seid. Hatte er zufällig einen schwarzen Umhang an? Ja, tatsächlich. Und seine Hand war mit einer 1 tätowiert. Wo ist er hingegangen? Hahaha, ich habe keine Ahnung. Na dann. Übrigens, schau bei der Kavarina rein. Da gefällt dir bestimmt. Viele meiner Sammelstücke sind dort aufgestellt. Hahaha. Der hat ja Nerven, ey. Das ist ein Freak, ey. Lol. Ist das hier dein erstes Mal? Lassen Sie sich das Spiel drüben erklären. Ach, meine Fresse, ey. Ist das echt so jetzt? Ja. Okay. Ey, wir haben aber nicht diese Money da. Hä? Verstehe ich alles gar nicht hier, ey, wie man diese GP da kriegt. Geh jetzt mal dahin. Was zur Hölle geht hier ab? Lol. Willkommen, danke für deinen Besuch. Huhu. Willst du ein Zimmer? Komm zu Empfang. Huhuhu. Was ist das denn für einer, ey? Wow. Das ist unser beliebtester Mitarbeiter, Mr. Hangman. Mr. Hangman, willkommen. Lol. Voll abgefreakt.
Okay. Stumpfe Sache auf jeden Fall. Ha! Geil. Okay, da kommen wir auch nicht weiter. Wow. Wie? Mist. Shinra-Soldaten, selbst hier draußen. Stillgestanden, weggetreten. Oh Mann. Was machen auch noch die Shinra hier, ey? Lol. Ist ja geil. Oh Mann, ey. Geil, ey. Stumpf. Nummer 6. Lol, ey, wie er da durchdreht, ey. Ah. Also das ist die wie die eine Welt da so. Ah, Mann, nein. Das wollte ich nicht. Nein. Boah, ey. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hier weitergeht.
Hey du, was machst du denn hier? Dich traurig. Wie wär's? Soll ich für dich wahrsagen? Eine schöne Zukunft? Eine glückliche Zukunft? Oh, aber ihr gebt mir nicht die Schuld, wenn eine schlechte Voraussage ist. Oh, tut mir leid, ich bin eine Wahrsagemaschine. Der Name ist Kate. Okay. Du kannst für die Zukunft voraussagen? Machst du Witze? Ich kann verloren gegangene Sachen aufspüren. Verschwundene Leute, was willst du? Was ist? Kannst du mir dann sagen, wo ein Mann namens Sephiroth ist? Kaltziff? Sephiroth, ja. Okay, los geht's. Okay. Normales Glück, es ist dein Schicksal. Wenn du den Willen anderer nachgibst, dann passiert nach dem Sommer etwas Besonderes. Warte, was ist das? Wie? Lass es mich nochmal versuchen. Oh Mann. Hör dirty irgendwie. Achtung vor Vergesslichkeit. Deine Glücksfarbe ist blau. Vergiss es. Warte, gib mir noch eine Chance. Warte, lass es mich nochmal versuchen. Oh Mann, ey. Was um alles... Was steht da? Was du anpackst, klappt. Doch verlierst was, das dir sehr teuer ist. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Sowas habe ich noch nie gehabt. Sollen wir dann? Wie bitte? Als Wahrsager muss ich einfach darüber nachdenken. Wenn ich nicht sehe, wohin es führt, kann ich nicht locker lassen. Deshalb gehe ich mit dir. Okay, Claude? Ich gehe mit euch, egal was ihr sagt. Hä? Lol. Den haben wir jetzt einfach so bei uns. Zwerg, okay. Wie die Stufe Charakter.